Das hier ist das interne Mikrofon der Canon 5D Mark III. Das ist das Sennheiser MKE 600 am Beachtech DXA SLR Pro. Das ist das Sennheiser MKE 600 am JuiceLink Rig Assist 222. Das ist das Rode NTG2 am Beachtech DXA SLR Pro. Das hier ist das Rode NTG2 am JuiceLink Rig Assist 222. Das hier ist das interne Mikrofon der Canon 5D Mark III. Wieder in einem Abstand von 50 cm zum Sprecher. Das dürfte die Lösung sein, mit denen die wenigsten was anfangen können. Das ist das Sennheiser MKE 600 am Beachtech DXA SLR Pro. Am Beachtech haben wir eine Verstärkung von minus 12 dB ungefähr gepegelt. Der Sprecherabstand zum Mikrofon beträgt 50 cm und das Mikrofon befindet sich oberhalb des Sprechers, also auf einem Tonstativ, so wie man es ungefähr auch angeln würde. An der Canon 5D Mark III haben wir eine Verstärkung von einem Segment nur gewählt, das erste Segment von den 64 möglichen, sodass die Verstärkerleistung in erster Linie von dem Beachtech DXA SLR Pro geleistet wird. Jetzt hören wir uns nochmal kurz den Raum von dieser Kombination an und haben damit unseren Klangeindruck für den Beachtech DXA SLR Pro an der Canon 5D Mark III zusammen mit dem Sennheiser MKE 600. Das ist das Sennheiser MKE 600 am JuiceLink Rig Assist 222. Wir haben genau die gleichen Einstellungen am Rig Assist wie zuvor mit dem Rode NTG2 und gehen wieder in die Canon 5D Mark III rein. Die Canon 5D Mark III ist mit dem ersten Segment des Audiopegels ausgesteuert, sodass wieder die gesamte Verstärkerleistung über den JuiceLink Rig Assist geleistet wird. Und auch in dieser Kombination wollen wir uns kurz den Raum anhören. Und haben damit unseren Klangeindruck für die Kombination Sennheiser MKE 600, JuiceLink Rig Assist 222 und Canon 5D Mark III. Das ist das Rode NTG2 am Beachtech DXA SLR Pro. Ausgesteuert haben wir den Beachtech auf ca. minus 12 dB, an der Canon 5D Mark III nur das erste Segment wieder der Audioverstärkung gewählt. Der Sprecherabstand zum Mikrofon beträgt wieder 50 cm, also ungefähr die Entfernung, die man auch angeln würde. Und wir wollen uns mit diesem Setup auch ein bisschen den Raum anhören. Jetzt mal Stille. Und haben damit unseren Klangeindruck für die Kombination Rode NTG2 und Beachtech DXA SLR Pro. Das hier ist das Rode NTG2 am JuiceLink Rig Assist 222. Der Sprecherabstand zum Mikrofon beträgt wieder 50 cm. Und wir haben den JuiceLink Rig Assist ungefähr auf die Hälfte ausgesteuert, mit High Gain aktiviert, genauso wie am Beachtech DXA SLR Pro. An der Canon 5D Mark III haben wir das erste Segment von der Audioaussteuerung aktiviert, sodass auch hier wieder die Verstärkerleistung in erster Linie von dem JuiceLink Rig Assist erbracht wird. Wir wollen uns auch mit dieser Kombination mal kurz den Raum anhören. Und haben damit unseren Klangeindruck für die Kombination Rode NTG2, JuiceLink Rig Assist und Canon 5D Mark III.